Okay, hier ist das Problem. 2019. Android-Telefone bekommen Knopf für Google-Assistenten. Das Problem ist, uns geht's noch nicht scheiße genug. Wir müssen schauen, dass es uns noch beschissener geht. Wir müssen noch mehr leiden. Wir müssen noch mehr Scheiße bauen. Und da ist Google zum Glück ein gutes Unternehmen. Ich benutze hier kein YouTube, sonst hier wäre es bigott. Hat zum Glück den Google-Assistenz-Knopf eingeführt. Der wichtigste Knopf überhaupt. Und das Problem ist, die meisten Google-Android-Smartphones haben nur einen Google-Android-Assistentenknopf. Es bräuchte 15, wenn nicht sogar 20. Und die Tatsache, dass du die Scheiße nicht deaktivieren und deinstallieren kannst, sagt natürlich auch, es ist gut. Denn es zwingt dich ja, ist ja klar. Alles, was gut ist, zwingt dich, so wie der Rundfunkbeitrag. Das ist Fun Fact, das wissen die wenigsten. Wenn jemand die Waffe im Kopf hält, dann weißt du, jetzt wird's gut. Das ist immer das beste Argument. Du hast mich schon überzeugt, dass du mir die Waffe im Kopf gehalten hast. Genau, hier, coole Scheiße. Wenn ihr das seht, das ist das Logo des Friedens. Das ist definitiv nicht, mal davon abgesehen von Skynet, ne? Es ist einfach, wow, du musst es haben, du musst es einfach haben. Ich frage mich, ob Google da dahinter steckt, dass die iPhones verkaufen. Das ist meine Theorie, weil die machen das ja irgendwie dann um, ich habe das Gefühl, die haben mit Apple einen Deal gemacht, dass die iPhones vertickern, indem die diesen Google-Assistenzknopf überall dran klatschen. Und ich persönlich, ganz wichtig für Smart Homes, die sowieso nicht funktionieren und scheiße sind und überteuert sind und immer gehackt werden, die werden, entweder sie werden gehackt oder sie werden gehackt. Manchmal dauert es auch 2 Tage, bis sie gehackt werden. Aber dann sind auch deine ganzen Privacy-Blabla-Daten online. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn halt wirklich alles geleakt wird, ne? Patientendaten, was weiß ich. Aber weiter im Text, alles cool. Mach mal Google. Okay, Google. Yo, Google. Cut. Yo, das war super. Genial. Und, wie oft ich die Scheiße schon aktiviert habe, das Problem ist, dass nicht alles ein Google-Assistent-Knopf ist. Immer noch Sachen, die nicht so funktionieren. Wäre ein EKG zum Beispiel. Genau. Daumen hoch, den ich nur ein Fan. Sehr schön. Google Assistent. Hier kann man den Google Assistent auf dem Chromebook benutzen. Ganz wichtig. Was ich halt nicht check ist, Google Chromebook. Was ich halt echt nicht check ist, das sind halt Tasten. Ich glaube, das sind halt echt Tasten. Ja, hier sieht man es. Hier sind Tasten drauf. Das könnten halt alles Google Assistent Knöpfe sein. Und ich frage da jetzt mal nach. Ja, Chat, gute Idee. Ja. Aha. Oh, darf ich nicht. Chat geht nicht. Gut. Gefällt mir sehr. Ich mache mal kurz den Bildschirm aus. Aha. Okay. Bla. Genau. Ich möchte mir Google Drive kaufen, denn ich habe ja gefragt wegen, was habe ich gefragt? Google Assistent. Genau, das ist, was ich gefragt habe. Jetzt schauen wir mal. Oh, da geht nichts. Du darfst nicht nachfragen. Das ist jetzt natürlich schade. Aber vielleicht. Ah, man kann einen Screenshot hochladen. Ich habe die Idee. Ich mache folgendes, noch kann ich den Bildschirm nicht teilen. Screenshot hochladen. Okay. Da. Hallo. Warum sind da normale Tasten drauf? Warum ist da nicht jede Taste Google Assistent?
Enter-Taste. Darum heißt Google Pixel mit Google Assistent. Warum kann ich die Videos auf YouTube schauen und nicht auf Google Assistent? Warum kann ich Google Docs nutzen und nicht Google Assistent? Warum bin ich nicht Google Assistent? Warum werden wir alle nicht Google Assistent? Google Assistent. Dann machen wir das groß. Ja, dann zeige ich das mal. Aha. Assistent. Gut, da haben wir es. Bildschirm anmachen. Hier sehen wir das. Ich schieb mich mal zur Seite. Dafür muss ich erstmal meine Webcam auswählen. Hier sehen wir das doch. Das ist doch mal schön, oder? So gefällt mir das. Genauso gefällt mir das. Und hier habe ich den Screenshot. Und hier kontaktiere ich die lieben Leute. Yay, Feedback wurde gesendet. Ich mag das. Das Problem ist, alles ist noch nicht Google Assistent. Ich liebe Google Assistent. Nichts ist besser als Google Assistent. Bitte zwingt mich öfters mit Google Assistent. Ihr habt mich schon überzeugt. Und ich habe gerade meine Kopfhörer rausgezogen. Aber das ist nur, weil ich Google Assistent nicht habe. Heute habe ich nicht viel geschlafen, aber das ist nur wegen Google Assistent. Morgen werde ich viel schlafen, denn Google Assistent. Wenn irgendjemand dir mal nicht zustimmt, sag Google Assistent. Er wird dir zustimmen. Du hast kein Geld, sag Google Assistent. Ich persönlich lasse Google Assistent alles für mich zahlen. Google Assistent ist die Zukunft. Ich liebe meinen Google Assistent. Der Witz ist schon längst tot und ich hatte 7 Minuten lang drauf rum, aber das ist mir egal. Das ist mir einfach egal.